Ich rast aus, ne? Und wenn ich ausrast, es macht keinen Spaß, wenn ich ausrast, dann ist überall Kacke. Er wurde angefahren! Mr. Winterbottom, na. Okay. Geil! Gut, ich hab mich versteckt. Ich springe aus seinem Bett rum. Na, 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 vielleicht kacke ich auch drauf. Willkommen zur neuen Folge Bad Neighbor, also Teil 3 ist es, glaube ich. Ich will dich nicht nur hinstellen, Stuhl. Ich bin ganz ehrlich. Da. Ach so, ich kann sie ja einfach vorsichtig dahinstellen. Okay, gut. Ich dachte mir, ich pick den Schlüssel und nehme ihn einfach mal mit. Hier hat doch jemand gelabert. Hört ihr das? Das ist ein Leid! Oh, ich habe ein Rasenmäher. Sehr schön. Den kann ich sogar mitnehmen als Utensil. Nee. Oh. Ich kann leider die... Ach, guck mal da hinten, was geht denn da ab? Ha, das ist so geil. Sein Zug fährt da wieder rum. Wir gehen jetzt mal ganz sanft rein. Passt auf, ich hab einen Plan. Achtung, ich schlag... Hey, ich schmeiß das Fenster ein. Oh Gott, er kommt. Macht aber nichts, ich bin cool. Sehr schön. Gut. Wir machen jetzt hier das hier aus. Ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber wir machen das wieder... Okay, wisst ihr, worauf ich jetzt Bock habe? Mir ist letztes Mal die Idee gekommen, dass der Hai oben, der war sicherlich eingefroren, weil wir in der Kammer hinten den Ding ausgemacht haben, den Strom. Ich schmeiß mal hier mit diesem ultra-sauschweren Hut das Glas ein. Ich würde ihn gerne wieder bei mir feststacken. Ihr wisst, das ist letztes Mal, ne? Falls ihr die letzte Folge übrigens nicht gesehen habt, guckt rein. Die ist hier am Schluss verlinkt. Ah, hier führt also dieses Loch hin. Okay, ich mache den Hai jetzt erstmal aus. So. Shit, hat er das gehört? Also ich glaube, damit friert oben der Hai eben ein, ne? Das ist gut für uns, denn dann kann er uns nicht fressen. Und gibt an der Stelle schon mal direkt einen Daumen nach oben, denn die Blumen sind wirklich herzallerliebst, oder? Sind das nicht wunderschöne herzzeitlosen Rosen, Tulpen? Wunderschöne, wunderschön, die Tülpchen. Wir gehen jetzt rein, ich weiß nicht, wo er ist. Warte mal. Verdammt nochmal, warum geht die scheiß Klingel nicht? Klingel, was machst du? Nicht funktionieren, das machst du, okay. Also passt auf. Ich will kurz gucken, ob unser Schlüssel hier passt. Nicht. Ihr wisst ja, letztes Mal waren wir schon am Exit und dann stürzt das Spiel ab. Das ist natürlich extrem frech gewesen. Wisst ihr, was der macht? Der versteckt sich in diesem Buddelzimmer bestimmt. Kein Problem, wir haben eine Pflanze am Start. Die schmeiße ich jetzt hier rein. Habt ihr was gehört? Hat er irgendwelche Türen geöffnet oder so? Egal, wir gehen jetzt rein. Aber zum Glück ist jetzt Tag. Sehr gut. Und er ist nicht in seinem Schlafzimmer. Ah, wir können doch hier irgendwie drunter, ne? Wartet mal. Ja, mit E. Ha! Wir haben schon mal die Brechstange, Leute. Und hier war ein Hammer drin. Ja, ist ja so wie beim letzten Mal. Was brauchen wir nicht? Unsere verschissenen Binoculars. Halt. Nicht wegschmeißen. Oh Gott, das hat er sicherlich sowas von gehört. Ich bin lieber geduckt. Ich gehe lieber geduckt rum. Und ich mache hinter mir am besten auch alle Türen zu, dass ich höre, wenn er angerannt kommt. Gut. Alles gut. Passt auf. Ich nehme jetzt den Hammer und ziehe die Nägel raus. Papa? Hat da jemand Papa gesagt? Oh Gott. So. Hoppala. Letztes Mal habe ich irgendwo einen Presslufthammer gesehen, oben. Aber er ist bestimmt jetzt oben, ne? Ne, wisst ihr, wo er ist? Ich werde mit euch erst hier in diesem Raum wieder drin. Oder er ist in seiner Garage drin, muss ich kurz gucken. Nein. Okay, Garagentor aufmachen, dass wir flüchten können. Ja, ist es jetzt... Hä? Hallo? Man hört das Geräusch, aber es ist irgendwie nicht wirklich offen. Oh Gott, habe ich damit jetzt irgendwas anderes betätigt? Ja, wahrscheinlich, ne? Gut, okay, wir gehen hoch. Die Haustür ist offen, wir könnten wegrennen. Ja, und wie geplant ist der Ding vereist hier. Der See. Der See, was laber ich hier überhaupt? Okay, hier ist diese Glocke. Wartet mal. Ich werde jetzt meinen Schlüssel hier hinlegen. Ne, ich schmeiß ihn gleich raus. Sterbe ich, wenn ich hier rausspringe? Ah. Ich lege meinen Schlüssel jetzt mal hier hin. Nee, nicht hier, wo das Wasser dann vielleicht möglicherweise bald ist, wenn wir irgendwas einschalten. So, ich nehme die Glocke mit und wir gehen weiter. Ich hoffe, er ist nicht hier oben. Okay. Ah, hier wäre nochmal... Hier wäre ein Schloss. Das wäre vielleicht noch eine Idee, das zu testen. Achso, man gewinnt den Schlüssel hier. Hier, wir brauchen ja mal die Waffe. Er kann eigentlich nicht hier drin sein, weil hier ist er zu. Ich hab Schiss. Das Spiel ist eigentlich voll lustig und der macht einem ja gar nichts. Der kommt nur und macht... Aber diese Musik ist immer so eklig. Was war denn das? Da sind eben Flieger geflogen. Und die Puppe wackelt. Werde ich jetzt gerade wahnsinnig? Ich schmeiß jetzt halt mal die Brechstange weg. Ich hoffe, dass ich die nicht mehr... kann sie ja gleich wieder aufheben. Wartet. So, du scheiß Puppe, hier. Bitch. Gut, er ist...
Schon wieder! Die hat schon wieder was geworfen! Hier ist schon wieder so ein blöder Flieger geflogen. Diesmal erschreckt mich die Puppe, die hier steht, nicht. Denn ich wusste, dass sie da steht. Hier ist nichts drin. Nur noch Binoculars, aber die brauchen wir eh nicht. Diese Lok fuckt mich gerade ab. Okay. Okay, 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 okay. Ich gehe wieder heim. Gute Nacht, Nachbar. Ich gehe heim. Hat sich erledigt. Er war hier oben, klar, weil er mit dem scheiß Fahrstuhl fahren kann. Ich mache mir jetzt Licht an, ist ja schrecklich. Halt. Das macht so einen enormen Unterschied, du, ne? Oh Gott! Du hast mich nicht gesehen. Denn ich bin ein Profi. Usain Bolt-Laufvogel. Ja, die Musik hat... Nein, du weißt nicht, wo ich bin. Ach komm. Okay, ich verstecke mich einfach in deinem verschissenen Haus. Und du wirst mich niemals finden, denn ich bin... Wenn du mich jetzt hier drin findest, raste ich total aus, Mann. Natürlich! Alter. Was? Er wurde angefahren! Mr. Winterbottom, na... Leute, das Spiel ist einfach so edel. Man muss eigentlich gefasst werden. Okay, Mr. Snugglebottom. Ich werde sie nun umbringen. Nee. Was? Wo? Was? Oh, ich gehe wieder nach Hause, ist gut. Oh, komm schon. Mich hat irgendwas geblockt. Du kriegst mich nicht. Ich bin in meinem Haus wie eine Zaubermaus. Guck mal, er ist geblockt von dem Ding vom Rasenmäher. Tja, was sagen Sie dazu, Monsieur? Ich habe sie nämlich ganz schön hart geblockt, Bitch. Bitcherisch. Oh nein! Auf einmal will er nicht mehr den Rasen mähen. Hä? Ich verstehe nicht so ganz. Ich verstehe. Können Sie vielleicht... Wie wäre das? Guck, der Rasenmäher, wie er mich anfahren will. Ich kann ihn nicht aufhalten. Nein! Das gibt ein riesiges Unglück. Oh, nee. Nein. Ich habe die Tür zugemacht. Sie werden überfahren. Nein, Mr. Snugglebottom! Hä? Wie er zurückläuft. Ah, ich habe den Herd angelassen. Scheiße. Zwei Fallen hat er ausgelegt. Ja, die Fenster sind noch kaputt. Nice, dude. Nice. Oh, nice, dude. Okay, cool bleiben. Du kannst die Schlange behalten. Ich überlasse sie ihnen für einen geringen Obolus. Meiner Freiheit, fuck! Ah, ich habe heute ein Fernglas, ne? Ich habe da so ein Gläsel. Ja, geil, Mann. Wenn ich es wegschmeiße, hilft mir das ordentlich. Ist es offen? Nee, es ist nur noch ein Schloss davor. Nein, fahr los, Fahrstuhl! Oh, warum hat der Fahrstuhl gerade eben nicht das gemacht, was ich wollte? Ist das ein blödes Arschloch, der Fahrstuhl? Ich nehme natürlich meine Dashlamp mit. Das mache ich dann richtig fertig, die Drecksau, Alter. Das sind Kameras! Okay, wundert, dass der mich auf einmal hasst, der Kerle. Wie, hier ist die Ding schon offen? Der weiß, wo lange ich will, ne? Drecksack, Verschissener. Ich springe aus seinem Bett rum, na na na, vielleicht kacke ich auch drauf. Oh Gott, kommt der gerade? Kann mir mal sowas von die Puppe schmatzen, der Kerl. Ist das hier jetzt aus oder an oder wie sieht das aus? Erstmal ausstelle die Scheiße da. Und der Strom auch. Okay. Komm! Kannst du mal rausgehen, Mann? Er kommt aus dem Fenster gesprungen wie ein König. Er kann mich nicht bekommen, denn ich bin überhaupt nicht benommen, denn ich... So sieht's nämlich aus. Oh, Scheiße. Ah, der Hai! Ach, fuck! You must be this tall to hide. Nein, das bleibt zu! Okay. Geil! Gut, ich hab mich versteckt. Wo ist er denn jetzt? Ah, da sind seine winzigen, dünnen Ultrabeine. Ja, ich hab's geschafft! Er hat ins Falsche reingeguckt. Wow. Jetzt habe ich ja wirklich einen riesen Gewinn davon getragen, ne? Hier ist ein neuer Schlüssel. Hat er den gerade mal mit Absicht versteckelt, ja, der Kerle. Ach, Scheiße. Wisst ihr, dass ich keine Chance habe? Oh! Ich dachte, der wäre über mir. Die blöden Kameras werden mich nicht sehen, denn ich gehe ganz, ganz, ganz außen rum. Zicker, hier gehe ich lang. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass das hier der... Dass das ja der Strom ist für die Überwachungsgeschichte, das hier. So, jetzt ist mal Tuck mit deiner blöden Überwachung. Fuck, ey. Ich muss mir hier leider ein Loch hineinbohren. Aber ich denke, er ist oben.
Oh, die Kameras. Gut, gut, gut. Erstmal so ein bisschen ausspähen. Ich muss die ganze Chose im Auge behalten. Der ist hoffentlich über mir. Ja, da ist eine Kamera, okay. Huch, ich mach den Hai aus. Der Hai ist aus. Der Stuhl ist auf meinem Kopf. Sehr schön, hab ich geguckt. Nein! Du hast mich überhaupt nie... Du bist doch ein Fickfrosch, Alter. Wie kannst du das jedes Mal wissen, wo ich fall... Wow, fallen? Tja. Na, 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 na. Ich finde jetzt das Geheimnis raus, du blöder Sack. Denn ich gehe hier lang. Und dann gehe ich hier lang. Und dann... Oh, fuck. Ah, komm. Okay, okay. Ich brauche nur einen Dietrich. Dietrich, Dietrich, ja, Dietrich. Oh Gott, er schreckt mich nicht so. Los, 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 los. Ich benötige einen Dietrich. Und den finde ich... Hier irgendwo. Dietrich, Dietrich. Warum ist hier kein Dietrich? Fuck, 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 Dietrich. Überwachungszentrale. Nein! Ja, er steckt in seiner... Oh Gott, war das knapp! Du kommst mir doch jetzt nicht hinterher! Leute, mein Herz, es rast unglaublich. Wo ist der verschissene Dietrich? Nein, warum kommst du hier einfach über irgendwelche... Hör auf, mir Sachen in den Weg zu legen. Oh fuck. Oh ja! Yeah. I'm too fucking good for you! Hopp, warum kann er nicht aufhören, mich mal irgendwie zu finden? Ich bitte dich ganz bittlich. Tja, hast du damit gerechnet, dass ich in mein Haus gehe, ne? Pisser? Er kommt immer noch! Gar kein... Nein, 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 der Stuhl! Okay, du ranziges... Ja, ich hab's wieder geschafft! Ich hab ihn wieder eingestackt! Ja! Bleib bloß fort, Alter! Sonst raste ich aus, ne? Und wenn ich ausrast, dann fliegen aber ganz schön die Fetzen. Shit, ich muss auf die ganzen Fallen jetzt achten. Ist er noch da? Ja. Leute, ich glaube, wir können uns wieder frei bewegen. Wisst ihr, was das heißt? Ending, wir kommen! Also erstens, machen wir ganz genüsslich. Hoffentlich ist es schon offen. Die Glocke hier dran. In diesem Raum, ihr wisst schon. Er ist immer noch drüben. Ja! Oh nein, oh wow. Shit. Wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall in eine Falle reinlaufen. Weil dann hängt sich das Spiel sicherlich auf in einer Endlosschleife, weil er uns ja nicht kriegen kann. Und du blöde Nuss, hörst auf mit deinen verschissenen Fliegern zu werfen. Ich rast aus, ne? Und wenn ich ausrast, es macht keinen Spaß, wenn ich ausrast. Dann ist überall Kacke. Gut, die nehmen wir direkt mit, um ihn zu beobachten. Hier ist zu. Wo war dieser blöde... Hier war irgendwo ein Dietrich. I think there was a Dietrich. Oh yes, my dash lamp is there. Good. Ah, ich hab so... Hier war er drin. Ja! Ending, wir kommen. Wir haben tatsächlich den Strom ausgeschaltet. Hier nochmal, Was? Spiel, was machst du? Warum hängst du dich schon wieder auf? Scheiße. Ich habe hier gerade einfach ein stehendes Bild. Ja, herrlich. Es ist einfach ausgegangen. Ich habe noch nicht mal eine Fehlermeldung. Es sei dem Spiel verziehen. Im vierten Teil sehen wir hoffentlich mehr. Wisst ihr was? Vielleicht hat sich das Spiel letztes Mal aufgehängt, weil wenn man die Tür öffnet, also das Ende, vielleicht muss er dann irgendwie kommen. Und deswegen hängt er sich vielleicht auf, weil er ja bei uns im Haus stackt. Vielleicht darf man ihn gar nicht stacken lassen. Ich weiß es echt nicht, Leute. Aber eins weiß ich ganz sicher. Wir sehen uns dann beim vierten Teil, Kinderlein. Ah.